diesem Video möchte ich die Website bauen. Das heißt, ich werde das nicht komplett machen, sondern ich hoffe, ich schaffe das irgendwie in 30, 40 Minuten einfach so weit zu bringen, dass ein Überblick darüber entsteht, was Webentwicklung mit einem CMS ungefähr so beinhalten kann. Also ich muss hier Templates editieren, das heißt Dateien, die HTML enthalten, mit denen die verschiedenen Seitentypen ausgegeben werden, gerendert werden. Dann muss ich Blueprints herstellen, so heißen bei Kirby Dateien, die definieren, was im Backend für Felder sichtbar sind, für die Administratoren einer Website. Und dann muss ich all die verschiedenen Seitentypen herstellen. Also mein Ziel ist, dass ich für das fiktive Restaurant Tofu Tofu eine Speisekarte mache, vielleicht auch noch eine Getränkekarte, wobei es ist eigentlich zweimal das gleiche. Vielleicht mache ich dann auch nur eins davon. Und ich muss natürlich einige Stylesheet-Regeln schreiben, damit das irgendwie halbwegs okay aussieht und so weiter. Und zwischendurch mache ich Versionierung mit Git und gleiche das mit dem Server ab. Wobei, du hast ja gesehen, wie das geht jetzt bis jetzt und vielleicht lasse ich das dann auch weg in der Hitze des Gefechts. Und wie gesagt, du musst überhaupt nichts mit Git machen, wenn du nur mal Kirby ausprobieren möchtest. Du musst auch mit Kirby nichts tun, du kannst auch einfach zuschauen. Ungefähr so würde ich arbeiten, wenn ich so ein Projekt machen würde. Jetzt, ich arbeite nicht oft mit Kirby. Ich habe es immer wieder benutzt. Ich finde es sehr gut und zugänglich. Aber immer wenn ich damit arbeite, muss ich mich auch wieder zuerst hineinknien und ich habe deshalb einige dieser Videos im Kirby YouTube-Kanal geschaut und ich würde dir empfehlen, dies auch zu tun. Ich werde gewisse Dinge nicht erklären, die in diesen Videos sehr gut vermittelt werden. Okay, also weg damit. Und ich habe hier die Kirby-Website offen, getkirby.com, und dort gehe ich in den Guide unter Get Up and Running, beziehungsweise was mich vor allem interessiert, ist dieser Menüpunkt Templates und Blueprints, und dann gibt es dann noch Snippets. Das sind so Dinge, mit denen ich jetzt mich herumschlagen werde. Und auch fortgeschrittene Frontend-Developer verbringen sehr viel Zeit in solchen Dokumentationen. Es ist nie möglich, alles zu wissen. Zwischendurch ist es nötig, solche Dinge nachzuschlagen. Also, wenn du mal so etwas tun willst, dann lies das Zeug durch. Jetzt meine Webspace-Verwaltung, das brauche ich auch nicht mehr, das geht weg. Und hier ist der, sind meine Terminal-Fenster. Was ich eigentlich wollte, war mein Visual Studio Code. Also, was ich jetzt in diesem Plain-Kit habe, das ist ja nicht so viel, wenn wir das alles mal zumachen. Es gibt verschiedene Ordner, die relevant sind. Der Kirby-Ordner gehört nicht dazu. Das enthält eigentlich die Software des CMS und das sollten wir möglichst nicht anrühren. Der Media-Ordner ist auch ein automatisch generierter. Dort werden irgendwie heruntergerechnete Bildformate gespeichert, auch das muss uns nicht interessieren. Was uns interessiert, ist dieser Site-Ordner und dort vor allem der Templates-Ordner und der Content-Ordner. Dort ist alles drin, aus was sich die Website dann effektiv zusammensetzt, also die einzelnen Inhalte. Und diese einzelnen Inhalte, die kann ich hier, indem ich
zusätzliche Ordner und zusätzliche Textdateien hinzufüge, kann ich solche Inhalte von Hand generieren. Und oder beziehungsweise kann ich das auch tun, indem ich mich im Backend meines Kirby CMS anmelde. Und das habe ich bis jetzt versäumt zu zeigen. Ich schreibe dazu Panel hinten ran und kann mich dann anmelden. Wenn du das zum ersten Mal machst, dann musst du zuerst eine E-Mail-Adresse angeben und ein neues Passwort auswählen und dann kommst du rein. Das sieht dann irgendwie so aus. Und es gibt hier so Plus-Knöpfe, damit kannst du zusätzliche Eintragstypen machen. Aber ich möchte das jetzt zuerst einmal von Hand tun. Ich gehe dazu in diesen Content-Ordner und füge einen Ordner hinzu und den nenne ich Speisekarte, weil ich mir vorstelle, dass ich auf der Homepage dieses Restaurants auf der Einstiegsseite eine Navigation habe, wo ich zwischen Speisekarte und Getränkekarte auswählen kann. Und es ist einfach eine Ausrede dafür, dass ich nachher eine Navigation herstellen muss. Und ich werde nicht nur jetzt dem einen Namen geben, sondern ich schreibe eine 1 und einen Unterstrich davor. Das wird in diesen Grundlagenvideos erklärt. Wenn ich das tue, kann ich die Reihenfolge steuern einerseits und die Seiten, die eine Zahl davor haben, die unterscheiden sich auch von solchen, die keine Zahl haben und können dann gefiltert werden. Das heißt, ich kann dann eine Navigation bauen. Ah, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Ich kann eine Navigation bauen, wo nur die Speise- und die Getränkekarte gezeigt werden und die Error und Home, diese zwei Ordner werden nicht angezeigt. Und jetzt muss ich kurz in den Ordner wechseln. Ich habe diesen Getränkeordner 1 zu tief gemacht. Der muss hier rauf. Und dann kommen hier Textdateien hinein und die haben einen Namen und dieser Name, ich sage mal foo.text, dieser Name, das ist noch wichtig zu wissen, der korrespondiert mit dem Namen der Templates. Also wenn ich ein Template habe, das foo heißt, dann werden diese Inhalte, die in diesen foo-Dateien drin sind, werden mit diesem Template gerendert. Und ich ändere den Namen dann später. Und jetzt vorerst schreibe ich da einfach einen Titel rein. Und das ist die Getränkekarte. Und speichern und hier das ist die Speisekarte. So. Jetzt, um das noch einmal zu zeigen, wenn ich hier im Panel das neu lade, dann sehe ich diese beiden Einträge, die ich gemacht habe. Das sind Einzelseiten und sie haben auch eine Adresse. Also wenn ich Moment mal, so die Online-Version klicke ich mal weg, damit ich das nicht verwechsle. Wenn ich auf meiner Website Speisekarte hinten ran schreibe, dann bin ich auch auf dieser Einzelseite. Hier hat jetzt der Titel geändert. Und wenn ich das wegnehme, Getränke schreibe, dann bin ich auf der Getränkeseite und wenn ich gar nichts schreibe, dann bin ich auf der Homepage. Und dieser Home-Ordner, den braucht es auch, den solltest du nicht löschen. Ich habe das gestern gemacht und das ist nicht gut herausgekommen. So, und dann gibt es noch diesen Error-Ordner und das, was dort drin steht, das ist die sogenannte 404-Seite. Das ist das, was angezeigt wird, wenn du hinter der Domäne eine Adresse eintippst, die nicht existiert. Also hier zum Beispiel /ASDF, dann kriege ich die Error-Seite. Und die könnte ich natürlich auch mit Inhalten füllen und irgendwie gestalten. Gut.
Jetzt werde ich als allererstes dieses gräusliche Rot abschalten, das gar nicht so schrecklich ist, aber ich möchte es jetzt mal weiß haben. So, und dann möchte ich eine Navigation. Beziehungsweise habe ich ja gesagt, dass diese Namen hier, diese Textdateien foo, dass die mit dem Template korrespondieren. Und darum wäre eigentlich hier ein erster guter Schritt, ein zusätzliches Template einzurichten. Und das Default-Template, das heißt default.php, und hier könnte ich sagen foo.php. Der Name ist nicht optimal und ich kann hier einfach diesen Code, den ich hier schon habe, hineinpasten und damit ich sehe, dass es wirklich dieses Template ist, schreibe ich das an und im Default Template kann ich das auch tun. So, und jetzt testen wir das Default Template, und wenn ich da schreibe Getränke zum Beispiel, dann sehe ich Food Template. Also jetzt habe ich zwei verschiedene Möglichkeiten, Dokumente zu rendern. Wenn eine Textdatei Foo heißt, dann kommt dieses Foo Template, und wenn die Textdatei anders heißt, zum Beispiel Error oder eben hier Home, dann wird das Default Template verwendet. Und jetzt benenne ich das um und sage dem Karte, weil die Speisekarte und die Getränkekarte, die sollen mit dem Karten, Template gerendert werden. Karte, und dann schreibe hier Karte Template. Das hat es noch nicht gefressen. Gespeichert wäre es. Ja, das weiß ich jetzt nicht genau, warum das hier nicht geht. Ach, ich habe es am falschen Ort geändert. Also Default heißt das natürlich. Und das Kartentemplate, das muss ich ändern. So, jetzt stimmt's. Okay, und der nächste Schritt ist jetzt, dass ich eine Navigation bastle. Und dazu schreibe ich den Nav-Tag, und da hinein kommt eine UL, ungeordnete Liste, und dann ein List-Item mit einem Link für jeden Navigationspunkt. Jetzt, wie geht das? Ich kann mit PHP eine Schleife machen innerhalb dieser Liste. Und dazu schreibe ich einen PHP-Tag, und dann gibt es eine Funktion, die heißt forEach. Und dort hinein kommt zuerst, was ich mit der Schleife bearbeiten möchte, und das ist die ganze Website, also Site, und dann die direkten Kinder der Site. Das sind dann die Ordner
im Content Folder, also Speisekarte, Getränke, Error und Home. Children. So, und dann sage ich als Iterationsvariable Item. Und dann ist es zu Ende und um zu symbolisieren, dass das jetzt irgendwie eine Weile dauert, dieser Code-Block weiter unten abgeschlossen wird, gibt es einen Doppelpunkt und dann muss ich das weiter unten beenden und sagen end for each, sonst kriege ich dann eine Fehlermeldung. Und jetzt wird für jedes Kind in diesem Content-Ordner wird so ein LI-Tag geschrieben mit einem Link drin. Und dort hinein kommen dann, oder wieder so ein PHP-Tag, das Gleichzeichen, pardon, mit Fragezeichen. Also der PHP-Tag eigentlich, der heißt so. Und wenn ich schreibe Echo und dort irgendwie Hello, dann wird diese Zeichenkette ausgegeben und der PHP-Tag wird mit dieser Zeichenkette ersetzt, sobald dieses ganze PHP-Dokument vom Server prozessiert wird, bevor es an den Browser geschickt wird als HTML. Und für diesen Echo-Tag gibt es eben einen Kürzel, das ist dieses Gleichzeichen. Okay, also, was kommt jetzt hier rein? Item. Und vom Item der Titel. Und analog dazu gibt es, das hier kopiere, gibt es nicht nur einen Titel, sondern die haben alle auch eine URL, diese Seiten, die hier jeweils in diese Item-Variable gespeichert werden bei jeder Iteration. Und damit kann ich diese Liste befüllen. Das speichere ich und jetzt hoffe ich, dass das klappt. Und bumm, habe ich eine Navigation. Jetzt gibt es zwei Probleme. Erstens, die Error und die Homepage, die möchte ich hier nicht. Das heißt, ich kann das filtern, wie vorhin erwähnt. Die haben keine Zahl davor und die, die eine Zahl davor haben, die heißen listed. Darum werden sie übrigens auch hier abgesetzt von ungelistet und veröffentlicht. Speisekarten und Getränke, die haben eine 1 und eine 2 davor. Das ändert sich übrigens, wenn ich das hier verschiebe. Jetzt hat Getränke die 1 und Speisekarte die 2. Wenn ich in Visual Studio Code schaue, jetzt ist Getränke 1. Und wenn ich hier wieder ziehe, dann wird der Dateiname wieder geändert. Also das funktioniert hier sehr schön. Und gleichzeitig, jetzt habe ich das im Template mit dieser Listed-Geschichte hier, diesem File Listed gefiltert. Und jetzt sehe ich nur noch Speisekarte und Getränke. Zweites Problem, wenn ich das anklicke. Ach so, nein, das Problem ist ein anderes. Wenn ich hier auf die Homepage gehe, sehe ich keine Navigation. Warum sehe ich keine Navigation? Weil ich diese Navigation nur in meinem Default, nicht im Default, im Kartentemplate gemacht habe. Wenn ich auf Default gehe, dann habe ich natürlich keine solche Navigation und müsste das jetzt hier zuerst hinein kopieren. Das funktioniert zwar, habe ich es am falschen Ort hingetan, aber es ist nicht effizient und führt genau zu solchen blöden Fehlern wie hier. Und ich werde das Video hier jetzt anhalten. Im nächsten Video zeige ich, wie du solche Komponenten wie diese Navigation auslagern kannst in separate Dateien, sogenannte Snippets, die dann mit einem Einzeiler in die jeweiligen Templates integriert werden können, so dass wenn du die Navigation ändern willst, dass du das nur an einem Ort machen musst.